Das ist die kleine Schwester von Yukon und von Yale. Es waren 5 Babys, davon 4 Rüden, und sie ist das einzige Mädchen. Sie hat auch dieses weiche, flauschige, wuschelige Fell von den Brüdern. Wie gesagt, der Papa ist ein Maremane und die Mutter ist ein Schäferhund. Also sie ist eine gelungene Mischkulanz. Eine sehr freundliche Hündin. Leider hat sie auch diesen kurzen, angeborenen Schwanz. Der wurde sicher nicht kopiert. Jetzt sitzt sie drauf. Gut, kann man auch nicht sehen. Sie ist hier im großen Auslauf mit mir. Sie läuft frei. Und klebt eigentlich so derartig an mir, dass ich sie kaum aufs Video kriege. All diese Geschwister sind eigentlich sehr, sehr nette Hunde. Sie leidet am wenigsten, interessanterweise, während ihre Brüder wirklich ziemlich am Ende sind. Auch sehr mager. Sie ist nicht sehr mager, sie ist eigentlich ganz normal. Sie lebt jetzt mit dem alten Lancelot zusammen. Vorher mit ihrer Mutter, die sie immer ordentlich untergebuttert hat. Also ich nehme an, sie ist verträglich auf alle Fälle mit allem, also Rüdenhündinnen. Sie kennt auf alle Fälle beides. Also alle ihre Brüder waren verträglich mit Katzen und auch sie kennt Katzen. Mein roter Kater ist wieder geneigt mitzuspielen. Also somit würde ich sagen, Katzentest bestanden. Ist wirklich eine ganz, eine nette. Sie ist jetzt nicht besonders hübsch. Also wie gesagt, hier sieht man den kurzen Schwanz, den sie hat. Der ist wie gesagt angeboren, der wurde ja nicht gekürzt. Der Vater hat den gleichen kurzen Schwanz. Ja, pss, pss. Hi. Hi, Jennifer. Also nochmal, hier ist der Kater, also schaut nicht einmal hin. Kater geht jetzt an der Leine mit mir. Und alle diese Hunde gehen echt wunderbar an der Leine, also mit durchhängender Leine, fast bei Fuß. Keiner zieht. Das ist echt unglaublich.